So, grüß Gott, meine Damen und Herren, jetzt sind wir ja schon längst wieder zurück. Wir hatten ja heute einen Ausflug gemacht in die Vergangenheit, in den badischen Landesteil nach Karlsruhe. Ich habe ja dort 30 Jahre lang gelebt, bin dort groß geworden und 1991 bin ich von dort weggegangen und bin in den Landkreis Böblingen gekommen. Nun bin ich da ja nicht mehr so oft. In der Rheinebene unten, einmal im Jahr höchstens und dann anlassbezogen. Aber jedes Mal, wenn man da hinfährt, ist es für mich wie eine Art Fahrt in die Vergangenheit. Schon auf der Autobahn wäre ich an das ein oder andere erinnert, vor allen Dingen auch an Musiktermine, wenn man da an Pforzheim vorbeifährt beispielsweise oder wenn man dann so oben runterkommt in die Rheinebene. Neu ist ja kurz bevor es runtergeht auf der rechten Seite dieser Golfplatz, den gab es ja früher nicht. Wo wir Kinder waren, haben wir da auch an der Autobahn sehr viel gespielt. Man ging unten durch die Autobahn, durch ein Abflussrohr. Das war auch eine Art Mutprobe damals in den 60er und 70er Jahren und war dann im Birkenwäldle. Und nebendran ist eben dieser Golfplatz. Wir sind dann noch heute um die Mittagszeit runtergefahren in die Rheinebene mit einem relativ neuen Fahrzeug und das ist auch angenehm zu fahren. Man muss ja nicht immer so aufs Gas drücken. Die Verkehrsdichte war sehr hoch. Bei Pforzheim ist immer ein bisschen stauig, da muss man aufpassen. Und dann sind wir da runtergefahren und das, was mir auch aufgefallen ist, was mir immer auffällt, auch gerade im Frühjahr, dass die Vegetation in der Rheinebene früher ist, etwa ein bis zwei Wochen früher, da war schon sehr grün alles und auch ein bisschen milder da unten. Und das ist ein ganz anderes Gefühl und es war wirklich sehr schön und sonnig. Wir haben dann dort uns, weil wir etwas zu früh dort waren, ein bisschen aufgehalten, ein bisschen rumgelaufen und auch diese Stadtplanung. Karlsruhe war ja eine Stadt, die zunächst mal von dem Architekt Weinbrenner geplant worden ist und dann entsprechend umgesetzt worden ist, ist ja eine geplante Stadt und die Struktur ist auch recht schön mit verschiedenen kleineren Parks in der ganzen Fläche und diese fächerartige Aufbau. Nun, vor allen Dingen fällt sofort auf, dass da sehr viele Fahrräder unterwegs sind. Das ist ja topfeben alles. Ich bin damals, als ich Student war in den 80er Jahren, auch viel mit diesem Fahrrad damals zur Universität gefahren. Heute heißt es ja Karlsruher Institut für Technologie, Campus Süd und im Campus Nord war ich ja auch bei der Diplomarbeit und so weiter. Es fällt einem da ja immer wieder alles Mögliche ein, auch alle Sünden wiederum vielleicht, die einem längst vergeben worden sind. Und hier in der Karlstraße, Gartenstraße, in diesem Eck, wird ja schwer gebaut in der Kriegsstraße. Der Name ist ja interessant, wie kann eine Straße Kriegsstraße heißen, aber da wird schwer gebaut seit Jahren. Und das ist schon ein bisschen verwunderlich. Und da ist ja der Bundesgerichtshof, die beiden höchsten deutschen Gerichte befinden sich ja in Karlsruhe, der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht, woanders, das ist ja am Schloss, da waren wir nicht. Und wo dann der Termin zu Ende war, sind wir da noch ein bisschen rumgelaufen und dann war ich an der Stelle, wo 1980 eine Partei gegründet worden ist, im Januar, da war ich anwesend, an der Stelle war ich auch. Da saßen wir auf einer Parkbank. Ich habe dann zu meiner Ehefrau gesagt, hier ist damals die linke Partei, die Grünen, gegründet worden. Da war ich anwesend bei diesem Gründungskongress dieser Bundespartei. Und diese Partei wird möglicherweise bald im Herbst die Bundeskanzlerin stellen. Also eine Bundeskanzlerin wird abgelöst durch eine andere Bundeskanzlerin. So sieht es im Moment aus. Die anderen Personen, die wir da begegnet haben, sind da andere Meinung politisch. Aber Politik hat keine Rolle gespielt. Ich will auch mit Rücksichtnahme auf den Datenschutz hier nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern, sondern einfach nur feststellen, dass das uns doch sehr gut getan hat, da mal wieder hinzufahren und eine wichtige Sache zu erledigen. Ich musste eigentlich nur eine Unterschrift leisten. Nach zwei Minuten war das schon wieder
erledigt. Und mir ist auch aufgefallen, dass auf der Straße die Karlsruherinnen und Karlsruher sehr viel mit Mundschutz da durch die Gegend laufen. Ist mir ein bisschen aufgefallen, ob das mehr ist als jetzt hier im württembergischen Landesteil von Baden-Württemberg. Kann ich gar nicht so genau sagen, aber es ist mir spontan aufgefallen, dass das doch sehr, obwohl die Schule war, geöffnet im Pausenhof in der Schule da an der Gartenstraße, war reger Betrieb. Das ist mir gleich aufgefallen. Die Ecke kenne ich ja auch von früher ganz gut und andere Ecken auch. Ich hatte ja kandidiert 1989 bei der Kommunalwahl. Ich wollte ja ihr Stadtrat werden. Ich war ja damals Vorsitzender der SPD Bayertheim-Bulach und bin knapp gescheitert, um hier als Stadtrat in das Parlament einzuziehen. Gut, ich bin ja dann sowieso aus beruflichen und privaten Gründen weggegangen. Das hätte dann auch keine dauerhafte Funktion gehabt und man muss ja da wohnen, wo man im Gemeinderat Mitglied sein will. Damals gab es auch schon eine Quotierung bei der SPD, sehr interessant, das kann ich mir auch noch gut erinnern, wie das war und dann hier der und die und so weiter. Naja, jetzt habe ich mal 6,5 Minuten gesprochen, das war mir einfach ein Bedürfnis, da mal drüber zu berichten, wie das war, diese Fahrt mit guter Stimmung eigentlich. Und dass wir hier eine wichtige Sache erledigt haben, die uns ein halbes Jahr lang beschäftigt hat. Nicht ständig, aber immer wieder neu. Und es ist jetzt zu einem guten Ende gekommen. Dafür bin ich auch sehr dankbar, ganz einfach. Und die erste Hälfte des Lebens dort und die zweite Hälfte des Lebens jetzt hier. Meine Bilanz durchaus ganz gut und ich bin wirklich auch dankbar und demütig deswegen, dass das alles so gut gelaufen ist und dass die Fahrt in die alte Heimat so gut verlaufen ist. Wobei ich bin ja da gar nicht geboren, gebürtiger Mecklenburger bin ich ja eigentlich und bin als Kind dorthin gekommen. Aber Mecklenburg ist auch wichtig und da wollen wir auch dieses Jahr noch hinfahren, wenn das überhaupt möglich sein wird. Sie wissen, heute ist ein neues Infektionsschutzgesetz vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Das Radio war zwar an, aber eher zum Musik hören. Also diese Sachen, die da gelaufen sind und was war auf der Gas da los in Berlin, habe ich gar nicht so mitbekommen. Und dann wird man sich da heute nochmal mit beschäftigen. Wie jetzt das ist mit der nächtlichen Ausgangssperre und vieles mehr. Ich bin ja zum Glück schon einmal geimpft worden am 1. April und die nächste Impfung in Tübingen soll ja im Mai sein und ich gehöre ja damit zu den Privilegierten. Bin allerdings auch einer mit Vorerkrankungen. Insofern habe ich mich da nicht vorgedrängelt. Es gibt ja andere, die drängeln sich da gern vor, aber es gibt auch Leute, die sagen, lass erstmal die Masse sich impfen. Ich komme dann auch irgendwann dran. Die Wahrheit liegt da wie immer auch ein bisschen in der Mitte. Meine Frau hat sogar auf einen Kindergeburtstag verzichtet, zu meinen Gunsten, um mit mir mitfahren zu können und auch mit anderen dort ein paar Gespräche zu führen. Ja, das hat mich einfach beschäftigt. Ich wollte es hier Ihnen einfach auch öffentlich mitteilen, was wichtig ist im Leben, was weniger wichtig ist, das war eben jetzt wichtig. Und wenn man darüber gesprochen hat, dann kann man es wieder ablegen in die Schublade. Und dann geht es mit anderen wichtigen Themen weiter. Und der beginnende Frühling ist auch eine gewisse Herausforderung. Nachts sehr kalt und tagsüber relativ mild. Ich bin ja mal gespannt, ob es überhaupt Früchte gibt, weil ja die nächtlichen Fröste sehr viele Blüten zerstört hat. Und in diesem Sinne habe ich jetzt knapp die 10 Minuten erreicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Weiterhin beste Gesundheit. Bleiben Sie geschmeidig. Ernähren Sie sich vernünftig. Bewegen Sie sich gelegentlich. Und dann wird alles gut. Ich verspreche es Ihnen persönlich. Auf Wiedersehen.